Mein Name ist Silke Trolldenier. Ich bin von Beruf Buch- und Konzernlerin und wohne jetzt hier in Ruhwaden seit ungefähr 40 Jahren, direkt an der Wattenmeerküste in Butjading. Also ich lebe so gerne am Wattenmeer, weil ich hier die Begegnungen mit den Künstlern als Bereicherung empfinde. Die Künstler, die ich kennenlerne, die zu uns kommen, die genießen hier die Ruhe, die Stille und können hier konzentriert arbeiten. Man nannte ihn den letzten deutschen Barden. Also er hat Wattenmeergeschichten erfunden und die mündlich aus dem Stegreif heraus an Bord seiner holländischen Tjalk erzählt. Wir haben dann beschlossen, das heißt, der Holzschneider, mein Mann, ein Buchdrucker, ein Student, der Kalligraphie studiert hat in Berlin. Wir haben beschlossen, wir wollen von diesen alten Sagen ein bibliophiles Buch herstellen mit drei Wattenmeersagen von Loserke. Ja, der Holzschneider Christian Müller hat die drei Wattenmeersagen illustriert. Der Sinologe hat die Bedard geschrieben. Und dann entstand daraus ein wunderbares bibliophiles Buch. Also für mich persönlich ist das Wattenmeer eine Inspiration. Es ist eine Bereicherung für mich. Es regt mich an, mich intensiver mit der Natur auseinanderzusetzen. Also ich schreibe gerne. Und es sind auch zum Teil Geschichten oder kleine Gedichte, die mit dem Wattenmeer zu tun haben oder mit der Küste hier. Und ja, Inspiration.